Moin, moin, Leute. Willkommen zurück zu Astral Chain. Heute beginnt das 11. Kapitel, was, soweit ich weiß, das letzte Kapitel sein dürfte. Zumindest hat das Spiel mir das so weiß gemacht mit den Aufträgen. Beim letzten Mal sind ja die Zwillingsgeschwister, also Akiba und Lucy in dem Fall, aufeinandergeprallt, als sie mit ihrer Legion jeweils verschmolzen sind. Das war echt ein Bombenkampf, fand ich. Hat auch echt Bock gemacht, so als Fusionslegion oder Legionsfusion, wie auch immer das heißt, zu zocken. Ich lade schon meinen Spielstand, bevor ich mich jetzt hier verquatsche. Und bin gespannt, wie das 11. Kapitel jetzt weitergeht. Ob es wirklich auch das letzte Kapitel ist, ich weiß es gar nicht. Kann auch sein, dass es noch ein geheimes Kapitel gibt, das man noch freispielen kann. Ausschließen tue ich hier gar nichts, weil ich sehe da noch gerade, also mit einem Kapitel sehe ich da noch kein Ende, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin gespannt. 6.7.2078, 18.07 Uhr, untere Ebene, Delta-Gebäude. Das ist wahrscheinlich hier jetzt bei den, ja, in Hells versteckt, würde ich gerade sagen. Bei den haben sie ja quasi auch weggeworfen. Ich weiß jetzt ungefähr, was geschehen ist. Aber wenn ich versuche, mich daran zu erinnern, dann. Nicht schlimm, sei nicht so hart zu dir. Wir alle hatten Josef vertraut und er hat uns angelogen. Ja, das ist echt ein Arsch, ehrlich. Das stimmt, hör mal. Das Wichtigste ist jetzt, einfach weiterzumachen. Danke, vielen Dank euch allen. Aber ich muss die ganze Wahrheit erfahren. Und ich weiß, das wollt ihr auch anderen auch. Ja, definitiv. Und bleibt nur eines: ins Labor eindringen und Josef selber fragen. Josef. Josef, heißt er. Ich glaube, den Namen vielleicht einmal richtig ausgesprochen hat. Moment, du bist doch gerade erst aus dem Koma aufgewacht. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich habe mich lange genug ausgeruht. Es wird sowieso Zeit, dass ich auf eigenen Füßen stehe. Ich kann auf keinen Fall untätig zusehen, wie ihr diesen Kampf für mich schlagt. Verstanden? Ja, wo ist eigentlich die Klofefe immer rein? Klingt gut. Also dann sind wir zu dritt. Wir können wirklich länger nicht hierher zurück. Ich hoffe, du bist bereit, die Sache zu Ende zu bringen. Melde dich bei mir, wenn du soweit bist. Von mir aus kannst du jederzeit losgehen. Wahrscheinlich gibt es jetzt hier wieder Nebenfälle erstmal. Damit ich auch gar nicht. Oh. Bei voller Resonanz, L plus R. Drücke bei 100% Resonanz auf L plus R, also linken Stick und rechten Stick, um eine Fusion zu starten. Diese hält an, bis deine Resonanz wieder auf 0 sinkt oder du R drückst. Das Ausführen von Synchroangriffen erhöht ein wenig dein Resonanzniveau. Ah! Ist die Anzeige neu jetzt oder? Hier gibt es auf jeden Fall schon mal zwei Fälle. Nee, da möchte ich nicht rein. So, hier, da wollte ich rein. Die Aufträge 5 Stück abgeschlossen. Okay. Ja, erstmal das Kapitel. Warn. Bringt mir ja nicht allzu viel. Dann hier noch genug. Gladius-Spezialist. Oh, Gladius-Spezialist. Sucht euch aus, wie ihr es aussprechen wollt, oder. Rote Materie-Reiniger, ach stimmt. Wie viel hatte ich eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Ich genügend Platz, ja, ich habe 1000 gegeben gewandelt, ist mir egal. Die Katze habe ich auch gefunden, stimmt. Das war ja Yuki. Das war ja einfach, sie zu finden, das war ja eine Aufgabe. Und dann noch die, ja, die Klofee halt. Genau, die Klofee, ich weiß gar nicht, wo die im Moment ist. Die ist ja eigentlich im Hauptquartier gewesen. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht mit mir umgezogen sein, schätze ich mal. Was sind hier die Fälle? Achso, ich kann auch die Legion eben aufwerten. Warte, der ist schon 7 minus. 7 minus, 6 plus, mach ich hier weiter. War der beste in Legion. Das ist 6, Achslegion. Ups. Thank you.
Boah, die Skala ganz schön erhöhen da überall. Okay, ein Loch bei der Red Legion. Krieg ich alle noch mal einen hochgelevelt? Das wäre geil. So, was habe ich denn hier? Angriff plus, okay, sehr gut. Also bei der Acting muss ich auch alles drauf klatschen, was geht. Komm, machen wir das hier noch. Kann ich das ja schon mal freischalten hier? Ne, eins kann ich nur freischalten, ups. Das hier. 900 Gencodes, Synchrospeicherung. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber schon nicht schlecht, muss ich sagen, ey, wie stark die geworden sind. Ich will jetzt aber auch keine großartig neuen. Nee, macht keinen Sinn. Egal. So, die Karte. Wo sind die Fälle hier? Oh. Pff. 8 Fälle. Also da gehe ich mal von aus, bevor ich jetzt hier wirklich weitermache, werde ich erstmal hier ein paar Fälle lösen. So leid es mir tut, ich bin ja selber gespannt, wie es weitergeht, aber die Fälle haben Vorrang. Also was heißt Vorrang? Ich möchte die schon machen. Hey, genau, auf dich habe ich gewartet. Hast du einen Moment? Der Kerl, den du hierher gebracht hast, ist mittlerweile auch gewacht, stimmt's? Ich habe da was Interessantes für dich. Komm hier rüber, dann können wir reden. Ich habe da genau das Richtige, um mir jetzt eine kleine zusätzliche Stärkung zu verpassen. Ich habe hier ein Trinkchen, das Nährstoffe auffüllt. Fieber senkt alles Mögliche. Es gibt sogar der Haut eine gesunde Farbe. Ich würde dir gerne eine kostenlose Probe schenken, aber leider fehlt mir das ganze Zeug, mit dem ich das Mittel herstellen kann. Ich mache dir ein Angebot. Du besorgst mir die Zutaten und dafür geht der erste Schluck aufs Haus. Klar doch. Okay, dann haben wir eine Abmachung. Du musst mir 3 Zutaten bringen. Ich glaube, ich kann dir sogar sagen, wo du sie herbekommen könntest. Zuallererst brauche ich ein bisschen Gelee Royal. Ihr Oberschoss ist so ein Typ, der sich früher immer damit vollgestopft hat. Versuch es mal bei ihm. Siehst du wieder eine Portion Käfer im Glas? Indizien, okay, aber Indizien. Das ist so ein Typ gleich vor der Basis, der mit allerlei Kram Handel treibt. Da könntest du Glück haben. Das ist doch das Wichtigste, Fossilienpulver. Ich habe gehört, dass man das bei einem anderen Händler draußen vor der Basis bekommen kann. Wenn du diese 3 Zutaten bringst, kann ich dich mit meinem Gesundheitstrank versorgen. Wer ist das hier? Hm, du suchst doch Gelee Royal? Dann ist das dein Glückstag, meine Beste. Einen Augenblick bitte. Oh, das war ja einfach. Ein Schluck davon und du gehst ab wie eine Rakete, wohl bekommst. Oh, komm, verkaufe ich doch mal ein paar Sachen wie die kaputten wieder. So, ihr wollt also das ganze, ganz große Ding durchziehen, hm? Mann, ich wäre auch ganz gern so krass wie ihr. Ich wäre auch so ein Leppi sofort, du musst dich immer alles haben, ja. Ey, der hat ja schon wieder dieses Kummer, der Typ. Wanda ist hier. Die spricht aber wohl gerade nicht. Nee, die ist nicht sehr redselig gerade. Ich wollte gerade sagen, stumm, aber stumm kann ich sein, die kann ja sprechen. Ja, dann geh ich doch mal raus, ne? Vor der Basis war ja noch einer. Und der dritte soll ich schon vergessen. Der hier. Und was wolltest du nochmal, eingemachte Käfer? Ja, das habe ich. Was bekomme ich dafür? Mit der letzten größeren Reiberei mit den Zentralstädtern fühlt man sich hier nicht mehr allzu sicher. Ich suche nach einer Geschützdrohne zur Selbstverteidigung. Hast du vielleicht etwas in der Art? Habe ich nicht. Gewiss für uns nicht weiter zu sprechen. Komm wieder, wenn du eine Geschützdrohne zum Tausch hast und ich gebe dir, was du wolltest.
Kann ich die nicht kaufen? Bei den Typen oben. Schutzdrohne, ja, komm, kaufe ich doch eine. Ist doch egal. Tauschen wir. Los, komm, gib her die Gläser, die Käfer im Glas. Dann kommen wir ins Geschäft. Besten Dank, diese Drohne kann ich mit meisten Bieten verhökern. Weißt du, da denkt man, er braucht die für seinen eigenen Schutz. Was ist? Gewitz dahinter. Willst du mit mir Geschäfte machen? Ich muss meinem Ruf gerecht werden. Ich handle nur mit persönlichen Vertrauenszirkels. Also wenn du handeln willst, musst du zuerst das Kennwort sagen. Das kann ich nicht. Ja, ist falsch. Aber ich kann die belauschen. Ah, willkommen zurück. Ich habe neue Waren, die dich interessieren können. Zuerst musst du mir das Kennwort sagen. Tut mir leid, aber so sind immer die Regeln. Oh, in Ordnung. Pudelwohl war es das. Okay, was kann ich heute für dich tun? Sehr gut. Das ist korrekt. Willkommen im Zirkel. Neue Mitglieder bekommen den Einstiegspreis 1000 G und Schlagwort. 1000 G zahlen. Es war eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Hier ein authentischer, 100% natürlicher Bioartikel. Weißt du, wie schwer sowas auf der Eiche zu beschaffen ist? Du denkst es lieber wie ein Scherz, kapiert? Jo, dann schließe ich die Aufgabe schon mal ab. Dann kommt der liebestolle Jod wieder dran. Oder der Typ mit Liebeskummer. Hey, dann wollen wir mal sehen. Ja, du hast alle drei Zutaten. Ich bereite sofort einen Schwung von diesem speziellen Trinkchen zu. Warte ganz kurz, ich bin gleich zurück. Das Geheimrezept soll ja geheim bleiben. Nachvollziehbar, oder? Bitte sehr, einmal spezieller Gesundheitstrank. Also, naja, aussehen tut es wie eine stinknormale süße Pfirsichsuppe. Aber der Schein trügt. In dieser Dose ist mal eine ganz spezielle Mischung. Wird garantiert nur in den Laden. Beseitigt Toxine und, worauf wartest du noch? Los, bring sie ihm. Ich hab zu tun. Aber ich würde das Getränk lieber behalten, ey. Was gibt es? Ja, hier, trink mal jetzt, mein Freund, mein Bruder. Was bringst du mir da? Süße Pfirsichsuppe Spezial? Was ist da besonders dran? Sieht mir ziemlich normal aus. Lass dich reinlegen lassen, oder? Also nein. Tut mir leid, ich weiß, dass du eine Menge unternommen hast, um sie mir zu besorgen. Dankeschön. Aber sag ich doch mal ein bisschen dankbar, du Arsch. Aber hat er ja selbst erkannt. So, hier er wieder. Da hab ich wieder Olive. Oh, du kommst genau zur rechten Zeit. Hör mal, ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Siehst du diese blauhaarige Verkörperung der Lieblichkeit da drüben, Brenda? Ich hab mich halt zur Kopf, wenn sie flippt. Nein. Ja, er ist Olive. Die ist Brenda. Aber sieht sie nicht irgendwie traurig aus? Ich war alles zu dir zum Lächeln zu bringen. Du kennst sie doch, oder? Du weißt, was sie glücklich machen könnte, stimmt's? Die liebt Lappy. Oh, stimmt. Die hat ja ganz die Lappy-Sammlung. Lappy mal zu diesem großen albernen Hund der Kindern erklärt, wie sie sich im Verkehr verhalten sollen. Der Lappy. Aber Brenda ist so erwachsen, so reif. Sie mag Lappy wirklich so sehr. Er ist ja zauberhaft. Dann ist alles klar. Ich werde ihr den größten und allerbesten Lappy besorgen, den ich finden kann. Brenda, ich werde dich glücklich machen. Brenda! Ja, finde den News toll, Mann. Wer wusste er denn? Ach, der ist irgendwo draußen, okay. Ich höre schon Aberration oder Chimären ankommen. Das ist doch jetzt auch Blödsinn, dass hier schon wieder rote Materie ist. Also finde ich.
schwieriger Bolzen erhalten. Oh, der Lichterlocke. Ah, Rutschschuh. Hoch, plötzlich ist mir viel besser. Oh, du bist es. Hast du eine Puppe gefunden, oder Lappy? Ich sehe mich gerade nach Lappy-Fanartikel für Brenda um. Da greift mich doch dieses Monster an. Ich dachte, das war's. Das war's wert, denn tada, ich habe diesen Lappy-Schlüsselanhänger gefunden. Sie wird ihn lieben. Ich mache mich auf den Rückweg. Brenda spreche ich erst, aber erst dann, wenn du da bist. Ich brauche moralische Unterstützung. Brenda, ich werde dich glücklich machen. Verliebter Mann. Aber warte mal, hier ist ein Monster. In der Gegend. Aber scheinbar ist es nicht hier. Oder irrelevant. Ach, jetzt sehe ich die Anzeige oben links auch. Da habe ich gar nicht drauf geachtet in den letzten Minuten. Die ist ja schon voll. Ich dachte, die kann man erstmal irgendwie auffüllen, bevor man die erstmal voll hat. Ist ja irgendwie auch sinnlos. Dass man die erstmal im Kampf irgendwie auffüllt und dann, ja, wird man wahrscheinlich hinterher auch müssen, aber. Hoch, ich renne erstmal meinen Haufen, alles klar. Und nochmal. Komm, Junge. Da bist du ja, okay, jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Ich rede mit Brenda. Los, gib mir Rückendeckung. Oh, hi Brenda. Wow. Hör doch bitte auf zu weinen. Ach, es gibt ja nicht dem Jungen die Puppe. Oder? Oh, entschuldigen Sie bitte die Störung. Meine Tochter meint, dass sie unbedingt ein Spielzeug-Lappy braucht, aber die sind hier so schwer zu kriegen. Komm. Hey, schau mich nicht so an. Ich brauche den für Brenda. Na gut. Ja, machst du. Du bist korrekt, Junge. Ehrlich. Hier, Kleine, kannst du das hier haben. Und Brenda sieht das jetzt, verliebt sich in ihn. Ja, glaube ich zwar nicht, dass er sich in ihn verliebt, aber aufmerksam wird es bestimmt auf ihn. Was? Ein Lappy-Schlüsselanhänger? Für mich? Klar, für dich. Mach nur deiner Mutter nicht so viel Kummer, okay? Okay. Vielen Dank, Mister. Ich werde gut darauf aufpassen. Dankeschön. Sie haben mir damit wahnsinnig geholfen. Naja, soviel zu Brendas Geschenk. Hätte eh nicht viel genützt. Was immer Brenda durchmacht, das braucht sicher mehr als einen Lappy-Schlüsselanhänger. Vielleicht war unsere Liebe von vornherein zum Scheitern verurteilt. Kopf hoch, Kopf hoch. Danke, dass du versuchst, mich aufzubauen. Wenn ich so darüber nachdenke, du warst doch die für mich da war, als ich von Olive eine Abfuhr erhielt. Könnte sein, dass meine wahre Liebe wirklich schon die ganze Zeit bei mir war? Ziemlich süß bist du auch, ach du Scheiße. Da frage ich mich gerade, was ist, wenn ich jetzt einen männlichen Charakter gespielt hätte? Wäre es dann eine verliebte Frau? Ich konnte nicht nur so blind sein, das muss furchtbar für dich gewesen sein, mich so zu sehen. Doch jetzt sehe ich es ganz klar, kannst du mir verzeihen, Liebste? Ja, du bist nicht mein Typ. Uff, so offen, so ehrlich. Genau, das liebe ich so sehr an dir. Ey, hallo? Hau mal ab, Alter. So, dann wird es auf jeden Fall mal Zeit für einen roten Fall. Chimärenjäger. Mit Hilfe dieser Drohne kann ich die Chimären endlich mal sehen. Schau dir nur diese Drohne an. Siehst du die Kamera? Die habe ich gebaut. Ich dachte mir, wenn das menschliche Auge keine Chimären sehen kann, dann vielleicht ein mechanisches. Nur glaube ich nahe gut an eine Chimäre ran, um es zu testen. Ich habe allerdings gehört, dass du eine ziemlich gute Kämpferin bist. Wenn du willst, meine Kamera zu testen, benötige ich dich dafür Interesse. Ja, sicher. Im Ernst? Großartig. Das so ist leicht über eine Drohne. Verteidige so unbedingt gegen Chimärenangriffe. Aufnahme läuft. Die der Drohne natürlich. Wir sind auch neu. So, Nummer 1 ist weg. Wow.
alle drei weg. Operation. Oh, was kommt da runter? Oh nee. Ich hoffe, das war's jetzt mal, ey. Komm, es reicht. Ey, wie viel Kunde noch davon? Okay, das war's noch lange nicht, wie es so aussieht. Mein Gott, ist das ein Chaos, ey. Das ist auch... Oh. Mann. Jetzt hab ich's. Dreckschwinge und Gladius. So, jetzt aber bitte. Ende im Gelände. Ach, der Boss noch. Poseidon, okay. C4 mit dem Ursache. Ich war schon auf dem Deckel. Ey, die Drohne ist weg kaputt. Das war aber knapp, ey. Konntest du ein paar gute Aufnahmen machen? Dann wollen wir mal die Daten untersuchen und... Moment mal. Soll ich das anhören? Vor lauter Rauschen sieht man ja gar nichts. Vielleicht habe ich mir ein Störsignal ausgesendet, das die Daten unbrauchbar gemacht hat. Also brauche ich wohl eine Abschottung von den Daten. Danke für die Hilfe. Stets zu Diensten, mein Freund. S+. Perfekt. So, in Anbetracht der Zeit sage ich jetzt an der Stelle mal, und aufgrund der Aufgaben, die noch offen sind, sind noch vier. Ich glaube, ich habe vier gemacht. Vier sind offen. Mache ich die vier das nächste Mal. An der Stelle ist das also Schluss mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mir einfach, indem ihr ein Like da lasst. Meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ja, wie gesagt, nächstes Mal geht es weiter mit den übrigen Aufgaben. Vielleicht auch noch gehe ich dann auch noch zum Aegis-Institut, je nachdem, wie lange das dauert. Ich möchte jetzt halt nicht zu viel versprechen. Sag auf jeden Fall an der Stelle. Tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal. Euer Basukasu.